Die drei Federn, ein Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Davon waren zwei klug und gescheit. Aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward und an sein Ende dachte, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu den drei Söhnen: Zieht hinaus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein. Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies drei Federn in die Luft und sprach: Wie die fliegen, so sollt ihr ziehen. Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte aber flog geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder nach rechts, der andere nach links. Und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder da, wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltüre lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Türe, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief: Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, lass geschwind sehen, wer draußen wär. Die Türe tat sich auf, und er sah eine große, dicke Kröte sitzen und rings um sie herum eine Menge kleiner Kröten. Die dicke Kröte fragte, was sein Begehren wäre. Er antwortete: Ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich. Da rief sie eine junge Kröte und sprach: Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, bring mir die große Schachtel her. Die junge Kröte holte die Schachtel und die dicke Kröte machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte ihr der Dummling und stieg wieder hinauf. Die beiden anderen aber hatten ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, dass sie glaubten, er würde sowieso nichts finden und mitbringen. Was sollen wir uns da mit dem Suchen große Mühe geben, sprachen sie, nahmen dem ersten besten Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib und trugen sie dem König heim. Zur selben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen schönen Teppich. Und als der König den sah, erstaunte er und sprach: Wenn es dem Recht nachgehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich. Aber die zwei anderen ließen dem Vater keine Ruhe und sprachen: Unmöglich könnte der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden. Und sie baten den Vater, er möchte eine neue Bedingung stellen. Da sagte der Vater schließlich: Der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt. Führte die drei Brüder hinaus, blies die drei Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten. Die zwei Ältesten zogen wieder nach Osten und Westen und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Erdtüre nieder.
Da stieg er wieder hinab zu der dicken Kröte und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauchte. Sie ließ sich gleich die große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Edelsteinen und war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die zwei Ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater abermals, ihm gehört das Reich. Die zwei Ältesten ließen nicht ab, den König zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch tat, der solle das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Luft und sie flogen wie die vorigen Male. Da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Kröte und sprach, ich soll die schönste Frau heimbringen. Ei, antwortete die dicke Kröte, die schönste Frau, die ist nicht gleich zur Hand, aber du sollst sie doch haben. Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe mit 6 Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz traurig, was soll ich damit anfangen? Die Kröte antwortete, setz nur eine von meinen kleinen Kröten hinein. Da griff er aufs Geradewohle eine aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Kutsche. Aber kaum saß sie darin, so ward sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zur Kutsche und die 6 Mäuschen zu Pferden. Da küsste er das Fräulein, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zum König. Seine Brüder kamen nach, die hatten sich wieder gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er, dem Jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod. Aber die zwei Ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs Neue mit ihrem Geschrei. Wir können's nicht zugeben, dass der Dummling König wird, und verlangte, der solle den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten im Saal hing. Sie dachten, die Bauernweiber können das bestimmt, die sind stark genug, aber das schöne Fräulein wird sich zu Tode springen. Der König gab auch das noch zu. Da sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, dass sie fielen und ihre groben Arme und Beine entzweibrachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein Reh. Und aller Widerspruch musste aufhören. Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht.